Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Bus Manager. Wir sind wieder da. Ich muss mal gucken, dass ich das Spiel pausiert kriege. Denn ich habe euch was zu zeigen. Aber. Halt an. Ich habe euch was zu zeigen. Gar nicht mal so viel am Betriebshof selber. Die sind mich gerade schon wieder dabei, auf einen schönen Montagmorgen loszustarten. Ich habe aber nochmal rumexperimentiert mit der Linie Tannhof. Da bin ich jetzt bisher nur in diese Richtung gekommen. Die fahren so hin und leer wieder zurück und fangen dann hier wieder an und starten wieder. Das ist noch nicht ganz dementsprechend, wie ich es haben möchte. Aber ich habe auch noch Sachen rausgefunden, die wir uns direkt mal mit angucken können. Fahrplan bearbeiten. Erweiterte Einstellungen. Können wir natürlich oben erstmal den Fahrplan beenden in irgendwas, was auch immer. Nehmen wir den einfach wieder Fahrplan 1. Wir können natürlich hier alle Einstellungen vornehmen. Wir können auch hier Linien wechseln innerhalb der Schicht erlauben. Wir können aber auch, wie hier schon zu sehen, natürlich Zeiten anpassen, wann die Busse losfahren sollen. Wir können aber natürlich auch noch anpassen, ob zu irgendwelchen bestimmten Schichten irgendwelche bestimmten Haltestellen nicht angefahren werden sollen. Hat man natürlich hier die ganze Übersicht, wann, wo, welcher Bus im Endeffekt hält und fährt. Das gleiche ist eigentlich ganz cool. Es gefällt mir echt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier pausieren. Hier unten tummelt sich das gerade so ein bisschen. Wir haben hier mehrere Busse, die jetzt gerade in Richtung Betriebsfahrt starten, in Richtung Ruxel, Handwerkskammer Bildungszentrum und so weiter. Das geht gerade hier voll ab. Hier sind wir voll auf der Tour. Und hier sehen wir schon die neue Linie, eine S60 Nottuln Münster. Das ist die Schnellbuslinie, die in Nottuln am Rodeplatz startet, einmal durch Nottuln fährt und dann in Richtung Ruxel über die A43 in Richtung Hauptbahnhof. Hauptbahnhof fährt und dann Bild anfährt. Wo ist Bild? Bild. Hier, da ist Bild. Und dann hier Altstadt Bild fährt. Und dann nicht hier reinfährt, sondern hier am Theater. Und dann machen die Pause und dann fahren die hier wieder hier rein, da rum und starten da wieder. Da haben die theoretisch ihren Pausenplatz. Das funktioniert mit der Liniending ist noch nicht ganz so, weil hier am Bild ist das alles noch ein bisschen tüllig, aber sonst läuft die eigentlich ganz gut. Die ganze Masse an Fahrzeugen rollt, das funktioniert auch. Warum habe ich jetzt die Linie gemacht? Weil ich einfach mal ein bisschen weiter weg was machen wollte. Die können wir uns eigentlich mal mit dem Fahrplan angucken. Fahrplan bearbeiten, erweiterte Einstellungen. Fängt an um 5 Uhr und fährt bis 22.10 Uhr, hat einen Samstagsfahrplan und einen Sonntagsfahrplan. Und theoretisch sogar noch, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, auch noch angepasste Haltestellen, das heißt mit den zu den Hauptverkehrszeichen fährt zum Beispiel gar keiner. An bestimmten Haltestellen halten die nicht und so weiter und so fort. Einfach nur Wahnsinn. Ja, sonst ist heute eigentlich alles unterwegs. Ich habe für heute schon komplett geplant. Na gut, wir haben es auch schon 4.05 Uhr. Wäre schlecht, wenn das noch nicht getan wäre. Ich habe ein paar von den Bussen neu gekauft, weil ich ja erhoffe, dass sie mit einer der nächsten Versionen vielleicht sogar schon, sage ich mal, bestimmte Busse auf bestimmten Linien, sage ich mal, fahren lassen kann. Da hoffe ich ja ganz spontan drauf, dass wir das hinkriegen, weil aktuell ist so, ich kann die zwar planen, hier die. Ich kann zwar sagen, hier die von S60, das klappt doch ganz gut mit den Schichten und so weiter, habe ich schon ausprobiert. Wenn ich aber dann den Rest automatisch zuweisen will, überschreibt er das wieder, wie er das haben will, dann ist es fertig. Bringt mich jetzt im Endeffekt nicht so weiter, wie ich das ganz gerne haben möchte. Und dann gucke ich immer nochmal durch, was ist hier. Fährt Schicht, der steht. Ah, da steckt gerade einer ein, deswegen. 13 Uhr irgendwas fährt er erst los, von daher geht das alles eigentlich noch. Oh. 5.30 Uhr, das wird schon fast wieder knapp. Der fährt auf Schicht. Wie gesagt, wir sind halt unheimlich zeitig dabei. So, wir können mal eben den Kollegen. Ah, der macht es genauso.
wie die echten Fahrer auch, die fahren meistens außen rum, wenn die anfangen oder wegfahren. Na gut, nicht ganz, er fährt da rein, na gut, geht auch. Und die meisten fahren bis hier Kreisel und fangen dann da wieder an. Sonst 5 Uhr startet die erste, der ist jetzt unheimlich zeitig da. Ist auch noch nicht so früh, eigentlich starten die, ich glaube, ein bisschen anders, aber ich habe natürlich auch so ein bisschen nach der Intervall geguckt, wie die hier zu fahren haben. Und deswegen habe ich das da so ein bisschen angepasst, dass das nicht ganz so katastrophal wird. Sonst, heute ist Samstag für mich. Für mich ist heute auch mein erstes Teil der Technik angekommen, für meinen neuen Schreibtisch. Das heißt, neue Tastatur und neues Mauspad. Einzige, die Tastatur geht wieder zurück. Die hat ein verkehrtes Layout. Das ist ein italienisches Layout. Ich hätte aber ganz gerne ein deutsches. Aber sonst gefällt die mir ganz gut. Die gebe ich jetzt wieder zurück und bekomme dann hoffentlich dafür dann eine deutsche Version. Genau, Mauspad ist auch da. Das ist dann, ich weiß gar nicht, wie groß es ist. Auf jeden Fall groß. Finde ich das jetzt so schnell raus? Doch, finde ich raus. Weil ich alle griffbereit habe irgendwo. Es ist 40 mal 90 mal 0,2. Das reicht voll und ganz aus. Zack, jetzt fährt er los. 3 Leute schon. Das ist natürlich viel. Der Gelenkbus passt nicht ganz auf der Linie. Da wird ein ganz normaler Solobus auch ausreichen. Aber dadurch, dass ich mir aktuell die Muße nicht geben möchte, da jeder Tour einzeln zuzuweisen, fahren da aktuell Busse, wie der das zuweist. Ich plane da noch ein bisschen dran rum und dann ist das für mich auch gut genug. Wie gesagt, das reicht für mich voll und ganz aus, weil ich da jetzt nicht unbedingt die Muße habe, dann auch wieder irgendwas Spezial nachzugucken und zu machen und so weiter. Hier kann der Täusch auch gerade durchfahren. Das ist alles so eine Sache, wo man dann denken muss, ja, wie ihr seht, ruckeln habe ich auch noch leicht. Aber der Spaßfaktor macht einfach so viel Bock daran rumzu. Oh, mal, da ist schon was, der zweite auch schon. Die fahren jetzt, glaube ich, auch in einem halben Stunden. Ne, die fahren, glaube ich, der fährt im Stundentakt. Also brauchen wir für die nächste volle Stunde, aber dann fahren jetzt, glaube ich, nochmal angepasst. Weil wegen Rush Hour, das könnte natürlich jetzt gleich dazu kommen. Weil die brauchen, der Umlauf ist 2 Stunden länger. Die brauchen knapp 2 Stunden hin und oder so. Also mit Pause und so weiter ist das schon, brauchst du da 2 Busse. Und dann zu Rush Hour fahren dann noch mehr, zu Schulzeiten und so weiter, ist dann da auch richtig was los. Guck mal, da kommt der nächste schon an. Ich glaube, 4 Stück sind morgens unterwegs, glaube ich sogar. Der erste ist schon auf Linie, wo der zweite gerade mal kommt. Also schon schön wüst. Und ich finde echt geil, ich habe schon kurz überlegt, ob ich nicht so ein Drive mitmache. Euch so ein Drive zeige, wie der Bus einfach nur über die Linie fährt. Einfach, weil das so beruhigend ist, finde ich. Mit der Musik dabei, ohne mein Gelaber und das einfach einzeln hochzuladen. Das Problem ist halt nur, wenn das Akt schon auch so ein bisschen ruckelt und so, ist das nicht so cool. Deswegen habe ich gedacht, gebe ich jetzt einfach mal meinen Senf dabei und lasse das einfach mal. Guck mal, da fährt auch der nächste schon dahin. Natürlich wäre es schlau gewesen, die am Wild starten zu lassen. Aber ich weiß nicht. Und mit Hin- und Rücklinie tut das ja noch nicht so gut. Deswegen wäre kombinierte. Theoretisch wären so kombinierte Schichtpläne geil, wo du sagen kannst, der fährt von A nach B. Also der fährt Linie. Der fährt Linie 1, die startet dann A, fährt nach B und dann fährt er nicht leer wieder nach A, sondern nimmt Fahrplan 2, also Tour 2, also Schicht 2, wie man es auch immer nennen möchtest, und fährt dann die Linie, die wir erstellt haben, von B wieder nach A. Dass er so einen Rundlauf nimmt, weil aktuell habe ich die so erstellt, der fährt dahin zum Bild und fährt wieder zurück, dass ich da nicht Leerfahrten habe, weil das macht keinen Sinn, von Münster leer nach Notteln zu fahren, um da wieder einzusetzen. Das macht keinen Sinn, deswegen Rundtour. Guck mal da, 34 Leute da drin. Wäre natürlich ein Solo vollkommen ausreichend. Aber im Großen und Ganzen, 0,37. Jetzt macht er den Bus auch voll. Der hält auch echt hier da hinten, also am Arsch der Welt, also da hinten. Und dann fährt er eigentlich so zum Ludgeri-Kreisel und noch nicht so. Also das ist aber alles so schon Kleinkram.
Am geilsten wäre noch, wenn du sagen könntest, du kannst zwei Haltestellen machen, so wie jetzt hier Hauptbahnhof Ludwig-Gehring-Kreis, und kannst dann die Route, die der erstellt, einfach auf die Straße ziehen, die du ihm da vorgibst. Das wäre natürlich das Maß aller Dinge. Aber wir wollen es doch mal nicht übertreiben und 6 rein. Ah, vielleicht braucht der morgens doch wohl einen Gelenkbus. Ich habe den halt bisher nur auf den Sonntag getestet. Da ist der halt im 2-Stunden-Umlauf gefahren. Da war jetzt noch nicht so viel Betrieb. Ehrlich ist das genau andersherum. Alter, der nimmt über 100 Leute mit. Eigentlich ist das genau andersherum. Die Leute fahren morgens eher nach Münster, anstatt von Münster raus. Aber ist natürlich gut für uns. Gar keine Frage. Theoretisch müsste uns da, guck mal, da kommt ein Bus entgegen, der hat 50 Leute dabei. Ist dann noch einer da? Oh, hier sammelt sich ja, ja morgens sammelt sich ja aber die Armada an Bussen. Das ist der Rückläufer. Stehen da jetzt ein oder? Nein, da stehen ja zwei Busse. Warte, müssen wir ganz kurz pausieren. Der fährt dann 6 Uhr. 41 und der um 7:20 Uhr. Und der andere, der dann jetzt gleich kommt, der fängt dann um 7:20 Uhr und der um 7:40 Uhr. In 20 Minuten Takt fahren die morgens, glaube ich. Das kommt hin. Das habe ich jetzt noch nicht hundertprozentig genau eingetimt. Das ist auch vielleicht ein Bus zu viel. Trotzdem bringen die Geld ein, das ist immer wichtig. Ist der, der um 7 Uhr wieder losfährt? Nächster Fahrplan 7 Uhr. Okay. Das halt, wer hat jetzt noch ein bisschen Amelsbirnen-Rucksack voller Plan. Und die fahren dann nachmittags los. Linie 2, Linie 5, Linie 4, Linie 1. Und hier hinten steht nochmal, der fährt auf der 33 los. Ich war gerade dabei, ein bisschen hier die ÖPNV-Nutzungsbereitschaft ein bisschen hochzustellen, weil die doch ein bisschen abgesackt ist. Durch meine, ich versuche mal mit 1 Million aufs Konto zu bekommen. Da ist das schon ein bisschen abgesackt. Ich bin auch am Überlegen, was ich als nächste Linie bastel. Weil theoretisch musst du dir Münster angucken und dann musst du mal gucken, welche Linie theoretisch fehlt, so ein bisschen. Alter, morgens ist hier aber auch Rambazamba. Party, Party. Theoretisch könntest du jetzt sogar sagen, du könntest jetzt auf eine Linie, zum Beispiel auf der 11, auf der Diekmannstraße, könntest du jetzt theoretisch sagen, wir können mal gucken, wie viele Leute sind in die Handwerkskammer, Provinzial, Ludgeri-Platz, ist jetzt nicht so viel los. Wenn du jetzt mal hier die Linie nimmst, dann sind auf Linie 4. Da könntest du halt jetzt so Busse einstellen, dass du da jetzt noch einen Bus mehr brauchst, die aber nur hinfahren und nicht zurück. Das ist tatsächlich alles möglich und alles eigentlich auch ganz cool. Jetzt müssen wir kurz gucken, kommen wir dahinter an den dran? Da. Da sind halt auf der Linie 5 an Richtung Korannenkirche.
Da ist halt Party 11 Dickmannstraße, ist noch nicht so Verlust Tannenhof, aber auf der 5 ist Party. Jetzt bin ich natürlich kurz am Überlegen. Linie 5, welche ist denn das? Das ist die, die hier hochfährt. Theoretisch könnten wir, und das finde ich ja eigentlich ganz geil, das zeige ich, kann ich euch das jetzt so schnell zeigen auf die Schnelle? Oh, garantiert, könnten wir eigentlich mal machen. Ich öffne es mir auch mal am Handy, am Rechner. So, mal raustappen. Mal Opera anwerfen. Obwohl ich sage gar nicht, Opera ist ja der Gaming-Browser. So, jetzt wenn ich theoretisch, können wir mal gucken. Genau, wir haben jetzt theoretisch haben wir jetzt die Tannenhoflinie gebaut. Und zwar die Linie, die hochfährt. Jetzt haben wir hier hinten die Möglichkeit, wir haben jetzt hier noch die 14, die hier durchfährt. Die Zoo Naturkundemuseum fährt. Halt, stopp, doch, da Zoo Naturkundemuseum hier durch. Könnte man theoretisch die 5 rauswerfen und die 14 einfügen, die dann hier abfährt. Und theoretisch hier hinten dann nochmal die 2 oder die und 10. 2 und 10, die dann hier im Endeffekt hier hochfahren. Theoretisch zwei weitere Linien, die man theoretisch machen könnte. Jetzt ist natürlich so, ich muss mal auf meinem Tablet auch mal eben den Netzplan aufrufen. Einmal neu laden die Seite. Wenn wir jetzt dann wieder in Citybus Manager reingehen und uns das jetzt mal angucken, was theoretisch. Habe gerade schwarze Monitore, Sekunde, kommt sofort wieder. Raus und reintappen mag das Spiel auch nicht so. Wir müssen mal neu starten. Ich glaube, ich muss den wieder auf randlos ändern. Ich glaube, das war geiler. Ich glaube, das muss man jetzt gleich mal machen. Aber um grob zu sehen, das werde ich jetzt mal nebenbei machen. Smart. Ah, Steam ist auch komplett abgeschmiert. Na dann, geil. Wie wir dann gucken können. Alte Sternwarte 2, wir haben dann Giefenbeck, da haben wir jetzt ja schon ein bisschen rumgebummelt. Aber gut, wir haben theoretisch noch die T20-Linie und die 10 Waldweg aus Waldweg, Meckmannweg. Theoretisch könnte man die 10 noch machen. Hier steht ja sogar eine Linie, hier kommt ja eine. Die steht irgendwo, müsste die hier, glaube ich, auch starten. Da, Handwerkskammer Bildungszentrum startet da. Da könnte man theoretisch die 10 nachbauen. Die 10 fährt nochmal nach. Mecklenburg. Da hinten fährt die hoch. Ach genau, Fachklinik Hornheide. Das wäre halt dann auch, ah, dann wäre theoretisch die 10 sogar noch eine praktische Linie, weil die auch hier lang fährt. Da müssten wir die 2 nicht machen, dann könnte man erstmal die 10 machen. Also erstmal die 10 anbinden, um hier oben Leute hinzukriegen, um die 5 rauszunehmen, das Tannenhof, also 5 muss raus, dann müssen wir, dass die Tannenhoflinie ein bisschen mehr Fahrweg, mein Gott im Himmel, ein paar mehr Leute bekommt. So, jetzt muss ich das mal schließen, das öffnen. Das auch schließen, das starten, das auch starten. So, jetzt können wir das spielen. Also um die 5 zu entlasten, die 5 macht nichts anderes, als hier hochzufahren und hier runterzufahren. Was, die 5? Oder Linie 2? Ich weiß jetzt gar nicht. So, ich muss mal in den Einstellungen rein, Grafik. Randloses Fenster, warte, ich glaube, das ist geiler. Mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben zum Glück noch nicht so viel gemacht. Ja, warum nehme ich jetzt auf? Eigentlich, ich will gleich einen Stream verfolgen und da will ich eigentlich nebenbei ein bisschen Linienbau machen. Deswegen erkläre ich euch das jetzt alles. Ich finde das eigentlich ganz praktisch mit der Leiste hier. Tatsächlich
dass ihr da alles so seht. Deswegen, also wer die 10 Stift, Zettel, 10 als Linie interessant und 14 wäre interessant. Dafür musst du dann Busse kaufen, alles einstellen nach Plan. Da habt ihr letztes Mal schon gesehen, da vergeht ja Zeit, das ist ja Wahnsinn. Und ich überlege halt, den Hauptbahnhof nochmal aufzusplitten auf die Haltestellen, wo die Busse wirklich halten. Dass wir da vielleicht auch ein bisschen mehr Entspannung reinkriegen. Weil dann können wir nämlich die eine Linie theoretisch, könnten wir die hier unten ist, an der Hand wegnehmen, die könnte man theoretisch ergänzen und direkt so errichten, dass die hier lang fährt. Oder man schmeißt die einfach raus und macht eine neue. Zehn endet hier oben, Fachklinik Hornheide. Ja, theoretisch musst du das auch in der Runde erstellen. Theoretisch, wenn du sagen könntest, ihr könnt da theoretisch am Gelmer noch geil oder Sprakel BF da oben die Ente, aber ich glaube, so weit kommen wir gar nicht. Die T20 wäre auch noch eine Linie, wenn du Bock hast, dass man die mal vielleicht angehen könnte, aber es wäre natürlich viel geiler, wenn du sagen könntest, ja hier die einen Haltestellen da und die da und mit den passenden Bussen natürlich. Dann haben wir noch die T18, Alexanderwerkstatt. Der Taxibus. Also ich habe Steve, der mal in Münster Bus gefahren ist, fährt er aktuell nicht mehr. Der fährt in einer anderen Stadt. Der hat auch schon nachgebaut. Da fehlen ihm jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten an Linien. Der sagt, dass das Spiel, wenn du alles nachgebaut hast, richtig an seine Belastungsgrenzen kommt, was das angeht. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Weil hier unten Wolberg und so weiter, Hiltrop, Amelsbüren, das müsste theoretisch eigentlich alles mit reinkommen. Reinpassen. Amelsbüren Bahnhof Alexiana könnte knapp werden, aber sonst müssten wir eigentlich. Ob das hier auch passt von der Lö. Obwohl, ich denke mal. Ja, sonst. Ich bin auf dem Discord auch drauf von der. Von Citybus Manager und da, was du da so schön liest, also da habe ich echt auch so ein paar Sachen gelesen, die ich so auch noch gar nicht gesehen habe. Fand ich natürlich auch geil. So, wir sind wieder da. Ich lass das mal schnell durchlaufen, dass wir da den bis 7 Uhr kommen, dass wir die Ruckler da rauskriegen. Schnell ist dann auch wieder so eine Sache. So, machen wir CMS wieder an und das wieder aus. Ach doch, es ist wieder da. Ich weiß nur noch nicht, warum ich kein Bild habe. Ja.
Ich mache das jetzt erstmal so, nicht optimal, aber geht. Müssen wir mal kurz gucken, dass die ganzen Wurst hier rauskommen. Das ist ja Katastrophe morgens. Oder ich mache nur die Linie und dann gebe ich euch morgen Nachmittag mal ein Update, was ich so gebastelt habe. Das könnte man auch machen, weil diese Linien zuweisen ist ja echt so ein bisschen Krampf. Also wir wollen theoretisch Netzplan. Ich habe nicht. Da oben ist 10. Theoretisch die 10 machen. Ich muss mal ganz kurz gucken, kommen wir eigentlich tief genug? Ah, doch. Ne, kommen wir nicht. Dafür kommen wir schon mal nicht tief genug. Aber sonst der Rest müsste eigentlich klappen. So. Tannenhof geht bis da, das heißt ja, oh, könnte knapp werden. Kann ich. Das könnte knapp werden. Boah, das könnte. Die 10 passt genau rein. Zwei Hand auf Kaserne könnte auch klappen. Ja, zwei Hand auf Kaserne endet in etwa da. Und Lowheide. Ha, passt genau nicht rein. Die geht hier weiter. Hier ist irgendwo Lauheide und hier wäre theoretisch noch Wald, Friedhof, Lauheide. Passt nicht ganz so gut, zur Not halt nur bis Lauheide. Das geht natürlich auch, dann ist das jetzt nicht so hundertprozentig. Möchte ich Änderungen verwerfen? Oh. Also ich würde dann gucken. Ich muss erst wieder zurück in Richtung Base. So. Dann haben wir ja die 5. Die 5 fährt da oben lang und da haben wir sonst noch gar nichts. 14 wäre halt hier mit angekuppelt, dass wir das mit reinkommen. Und die 10 wäre natürlich ganz cool, dass wir die 5 hier oben wegkriegen. Dann kommen wir nämlich auch hier lang und hier hoch und da rein. Bis da oben. Das wäre, glaube ich, ganz smart. Weil dann können wir die 5 nämlich rausschmeißen vom Plan. Die fährt ja dann sowieso nur Hauptbahnhof bis da und wieder zurück. Dann, also 10 ist wichtig, die geht dann, startet dann. Da, die startet dann irgendwo hier, Mecklenburg. Irgendwo hier startet die noch und dann können wir die auch rausschmeißen. Also die 3 und die 5 würde wegkommen, wenn wir die 10 und die 14 einbauen. Ja, und dann müssten wir noch Altenberge machen. Das wäre, denke ich mal, noch so eine Maßnahme, was wir auf jeden Fall machen könnten. Beziehungsweise, das werde ich heute im Laufe des Tages auch, denke ich mal, noch umsetzen. Im Großteil haben es jetzt 16 Uhr. Ich denke mal, das ist machbar für Sonntag. Gut, das dazu. Sonst, Geld spielt keine große Rolle. Da mache ich mir jetzt gar keine großen Sachen drum. Ich werde jetzt weiter die Linien rum optimieren. Und einstellen und rumbauen. Weil es fehlt nämlich noch einen ganzen Arsch an Linien. Ich habe jetzt nur so ein paar gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Zum Beispiel durch Hülltrupp geht noch die 9. Geht noch, genau, 9 geht noch. Die 5 und die 6 gehen da noch hin. Also wir haben noch echt ein paar Linien zu machen und brauchen noch ein paar Busse. Die 17 Königsweg haben wir noch. Die 6 haben wir noch. Die R63 möchte ich auch noch machen. Das ist die Überlandlinie nach Nordholm. Die geht dann hier oben lang. Da bis zum Hauptbahnhof. Das will ich auch noch machen. Ich muss aber mal gucken, kann ich endlich Steve gleich mal fragen, wie er denn mit den Bussen das alles geregelt hat, ob der genug Busse auf den Platz hier stellen kann. Wir haben zwar noch Platz,
da kriegen wir auch noch echt ein paar Busse unter. Hier, da, da, da und hier. Aber irgendwann hört es natürlich auch auf. Das war so. Gut, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde für euch morgen, für mich auch morgen, eine frische Folge machen, was ich also rum experimentiert und gebastelt habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, danke. Tschüss.